Wenn es zu hubbelig wird, dann können Sie sich hier festhalten. Wenn es hier nicht zu hubbelig wird, dann müssen Sie wieder runtergehen, wenn es zu hubbelig wird. Bumpf! Was ist das Ganze? Eine Burg. Aha. Wo die Burg sich hier hängen kann. Okay, super. Und das hast du gerade gebastelt. Und was ist das hier? Das ist eine... Da können Sie hochklettern, wenn einer hier nicht so hoch kommt, dann müssen Sie sich an einen Stapel dann hier dran machen und dann können Sie da hoch. Super. Und was ist das hier hinten? Das ist auch eine Treppe, wie hier. Hm. Und wenn sie hier runterspringen will, dann müssen sie dumm machen und dann landen sie an dieser Stelle. Aha. Sehr cool. Hallo zusammen, hier ist wieder der Chef Urboss und das ist das nächste Tutorial. Und zwar habe ich hier den Gorgonaut ja gebaut. Noch nicht angemalt, aber grundiert ist er schon. Und ich versuche jetzt, weil ja noch einige Teile übrig geblieben sind, noch einen Morganaut daraus zu bauen. Da nicht so viel übrig ist, muss ich mich irgendwie andersweitig behelfen. Und ich habe jetzt mal ein paar Materialien zusammengesucht, die mir hoffentlich ermöglichen, einen Gorgonaut, Morganaut, wie auch immer, zu bauen. Jo, das hier sind die Werkzeuge, die ich benutze. Mehr brauche ich nicht. Heißklebepistole, Knipex, Lineal, Schere, Nagelschere, zwei große Cutter, ein kleiner und ein großer. Dann habe ich eine Chipstüte. Das ist, glaube ich, vom Rewe. Da hier gute Tomaten. Vom Edeka, glaube ich. Da noch Chipstüten, Verpackung. Das da ist. Das ist von irgendeinem Stromkabel, die Ummantelung, ziemlich biegsam. Strohhelme verschiedene, Kabel, Zahnstocher. Hier diese coolen Räder, die sind von der Tippex-Maus, von der leeren. Das da ist eine ganz normale leere GW-Farbe, eine alte. Das ist irgendeine Ruhr, ich glaube von irgendeiner Frischhaltefolie. Milchtüten, Deckel, verschiedene andere Deckel. Da war, glaube ich, irgendeine Salzlösung drin. Das sind hier Schrauben für Rigipswände. Das ist ein Teil von einem Leerrohr. Irgendwelche anderen Deckel. Das ist von einem Kaffeepad. So ein bisschen Gitter. Schnipsel. Das da hier ist Dämmmaterial. Wellpappe. Laminatunterlage. Kennt ihr ja auch schon alle. Ganz normale Pappe. Jo, das da ist ein Heißklebestift. Also für die Heißklebepistole. Jo, mal gucken, ob ich damit was anfangen kann. Eine Sache habe ich noch vergessen. Das habe ich auch schon bei der Ork Bastion verwendet. Das ist ja, Rollladen. Abgeschnittene. Bekommt man bestimmt auch im Baumarkt. Bestimmt kann man da nachfragen nach Resten. Wenn man das nicht hat, kann man natürlich auch irgendwas anderes nehmen. Pappe oder Styrodur oder sonst irgendwas. Also da fällt euch bestimmt was ein. Ist nicht unbedingt notwendig. Ich nehme es nur, um hier die Dose zu verkleiden ein bisschen. Fangen wir erstmal mit dem Grundgerüst an. Und zwar für den kompletten
Körper oder Rumpf von dem Gorkanaut oder Morkanaut nehmen wir eine Dose. Die ist jetzt noch ein bisschen groß. Die ist ja schon alleine fast höher als der Gorkanaut. Deshalb kürzen wir die bei 7,5 cm. So, dann gucken wir mal. Machen wir es ganz einfach. Das ist also hier diese. Die schneiden hier in der Rille entlang am besten. Die markiere ich jetzt gerade noch. Upsi. So. Dann gibt es Blechscheren. Das könnte man nehmen. Aber komischerweise klappt das auch. Ich habe es hier schon mal ausprobiert. Mit so einer dummen Nagelschere. Klappt eigentlich sehr gut. Wer nicht so gut basteln kann, so, also, oder generell sollte man aufpassen, wenn man Blech schneidet, das wird sehr scharfkantig. Da kann man sich ziemlich schneiden verletzen. Also, am besten lasst ihr euch da helfen, wenn ihr noch nicht so alt genug seid, von euren Eltern oder von irgendwelchen Freunden. Wer sich das zutraut, kann das machen. Auf jeden Fall aufpassen. Man kann sich ziemlich schneiden. Ist ziemlich, ich sage jetzt mal, gefährlich. Jo, also auf eigene Verantwortung vorsichtig schneiden. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich mache es kurz nochmal weiter. So, bis dahin. Am besten schneiden wir dann hier nochmal so eine Ecke raus. So, dann kann man das nach und nach relativ gerade schneiden. Geht eigentlich echt gut. So, hier sollte man dann wieder ein bisschen Strauß schneiden, damit man sich hier nicht irgendwie verletzt. Also vorsichtig. Die Dose ist gekürzt und nur mal kurz der Hinweis, bitte benutzt nicht die Nagelschere eurer Frau oder Freundin oder Eltern oder wie auch immer. Das gibt mächtigen Ärger. Ich habe meine eigenen benutzt. Da ist es egal, ob sie kaputt ist. Jetzt nehmen wir die Chips-Tüte oder Chips-Dose. Die wird auf 4 cm gekürzt. Oder wir schneiden ein Stück ab, was 4 cm ist. Das sieht dann so aus. So, da zeichnen wir dann die Schräge hier ein, wie wir sie hier auch beim Morkanaut haben. Oder Gorkanaut. Hier. Und das machen wir auf beiden Seiten und danach wird es einfach abgeschnitten und dann haben wir hier ein Teil, was wir hier auf die Dose setzen können. Das müssen wir ein bisschen biegen, so. Okay, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber das wird noch, weil hier kommt dann der Kopf rein und hier machen wir noch ein paar Platten drüber. So, das kommt aber erst mal weg. Als erstes nehmen wir jetzt mal hier den Rollladen oder die Teile. Die können wir so ineinander stecken. Ups. So. Und die werden jetzt hier um die Dose angebracht. So. Da fehlt jetzt hier vorne noch ein Stück, das ist aber nicht schlimm, weil da kommt dann später unsere Sturmrampe hin. Und das Ganze wird jetzt erstmal mit Heißkleber angeklebt. Den habe ich jetzt in der Zwischenzeit mal warm laufen lassen. Heißkleber ist natürlich auch ganz gefährlich, kann man sich super verbrennen. Am besten nur aufpassen. Also. Die Org-Methode. Also, einfach mal ein paar Streifen Heißkleber hier aufbringen. Stinkt ein bisschen, sollte man also auch immer gut das Fenster aufhaben, durchlüften. Ich habe das Dachfenster auf.
da alles reicht. Wenn man es ein bisschen Heißkleber an die Hand kriegt, am besten schnell abreiben. So einfach so zerreiben und dann hört der Schmerz auch schnell auf. So. Einfach anpressen und das wird ziemlich schnell hart. Das nehme ich nur, weil das eigentlich ganz cool, das sieht aus wie so Plastbeton. Könnte aber auch irgendwas anderes dran kleben. So, wo wir den Heißkleber jetzt schon anhaben, nehmen wir jetzt hier den Milchverschluss und den Verschluss hier von der alten Farbe. Das verbrauchen wir jetzt nicht mehr. Kann man natürlich für andere Projekte noch verwenden. So. Jetzt wird, das ist sozusagen der Kopf von dem ganzen Ding. Mal hier ein bisschen Heißkleber drauf. Den Heißkleber immer auf Holz, dick massiv Holz oder sowas draufstellen und vor allem den Stecker ziehen. Nicht vergessen. So, kleben wir dahin und da drauf kommt jetzt dieser Deckel. So. Aua. So. Kann noch ein bisschen schieben. Das geht aber nicht lang, weil irgendwann ist er hart. Das kann man auch noch ein bisschen, ja, das kann man später noch ein bisschen abkratzen. So ein bisschen wegrubbeln. So, jetzt kann man sich schon ein bisschen vorstellen. Ja, sieht ja fast gleich aus. Okay, stellen wir das mal zur Seite. Als nächstes kommen jetzt unsere Sturmrampen. Und zwar nehmen wir hier die Dämmplatte, wir könnten auch Stuhldur oder sonst was nehmen. Das ist jetzt hier, ich glaube, 7 mm dick. Jo, 7 mm dick. Und das schneiden wir zurecht, und zwar so türförmig. Das ist jetzt, upsie, 7 cm hoch auf der einen Seite. Hier ist es 5,5. Ist ja knapp 4,5 cm breit und die Schräge oben ist knapp 5 cm. Das machen wir zweimal und danach wird mit dem Cutter werden hier die Ränder einfach abgeflacht, damit die dann so zueinander passen. So, nehmen wir hier unsere Dose wieder. Das Oberteil machen wir später. Und da kleben wir jetzt gleich. Wahrscheinlich müssen wir das weiter nach da gehen. Unsere Sturmrampe hier so hin. Ja. Jetzt müssen wir aufpassen. Am besten nur ein bisschen Heißkleber nehmen, den schon ein bisschen abkühlen lassen. Nicht direkt aufs Stuhldur oder jetzt hier auf dieses Ding auftragen, dann schmilzt es weg. So, dann ansetzen und dann das andere ansetzen. Dann kann man es noch ein bisschen bewegen. So. Und hier vorne gießen wir das Ganze mit Bastelleim. So. Jetzt bei der weiteren Bearbeitung muss man hier ein bisschen aufpassen, weil das ja jetzt hier leicht nach unten geht. Legt man hier unten das unter die Dose, damit das hier schön trocknen kann. Nur wieder ein bisschen anpressen.
So, als nächstes nehmen wir Wellpappe. Da habe ich schon eingezeichnet. 6,7. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 5 breit. Das heißt, man kann hier schön entlang schneiden. 1, 2, 3, 4, 5. So. Davon machen wir 2. Bahn. Zack. Und das kleben wir jetzt hier drauf als kleine Blende. Nicht zu nah ans Styrodur oder Schaumstoff kommen. Ein bisschen hier verstreichen. So. Und dann hier hinkleben. Ich habe ja vom Stomper gelernt, da habe ich ja komplett alles mit Wellpappe verkleidet. Ich mache jetzt hier noch immer ein paar Teile mit Wellpappe, andere Teile mit normaler Pappe. Das sieht einfach her nach dem Bemalen besser aus. So, den Rest vom Rumpf kann man jetzt auch mit verschiedenen Teilen einfach verkleiden. Das sind dann extra Panzerplatten, wo Risse geflickt worden sind. Das zeige ich jetzt nicht, das wird auch alles mit Heißkleber einfach festgemacht. Immer darauf achten, auch verschiedene Pappstücke verwenden, damit es nicht zu eintönig wird. Und ich mache jetzt hier auch verschiedene so Dreiecke hin. Das könnte auch als Verzierung dienen. Das sieht auf jeden Fall bestimmt cool aus. Mache ich jetzt einfach mal, zeige ich euch gleich. Also da kann jeder so machen, wie er Bock hat. Hier ein kurzer Zwischenschritt. Also ich habe jetzt hier auch ein bisschen Leerrohr angebracht mit Heißkleber. Hier auch nochmal ein Stück. Also da, das könnt ihr alles so verzieren, wie ihr Lust habt. Was auch immer gut ist, habe ich hier noch ein Stück von einem Kabel, die Ummantlung. Und da einfach mit dem Cutter so kleine Stückchen abschneiden. Das sieht auch immer gut aus, wenn man sowas aufklebt. Oder so schräg schneiden, dann ein Stück, so ein schöner Abflussrohr bringe ich da auch noch drauf an. Okay, ich habe den jetzt ausreichend verziert. Das ist ja ein Mockernaut, das heißt, er braucht viele Belüftungslöcher, weil der Big Mac da tolle Sachen drin macht, also Experimente und sowas. So, jetzt wollen wir das Ganze von unten noch zumachen, damit wir später die Beine installieren können. Weil ich werde das anders als bei dem Originalmodell die Beine nicht hier außen machen, sondern ich werde die wie beim Stomper innen, also unten drunter machen. Das geht einfacher. So, da nehmen wir jetzt wieder diese Schaumstoff oder ganz normale Pappe, wie man es will. Ich mache es jetzt mit Schaumstoff, weil da kommen nämlich, kann man später die Beine besser reinschrauben. Okay, legen wir einfach hier drauf und zeichnen das dann einfach unten nach. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen, oh, vor den Verzierungen, dann wäre es einfacher gegangen. Aber ich mache das ja, damit ihr die Fehler nicht nachmacht. So, genau. Das schneide ich jetzt hier entlang und klebe es dann von unten einfach dran. So, ich habe das jetzt mal grob zugeschnitten.
unten an den Seiten ein bisschen abgeflacht. Wenn es hier nicht überall schließt, macht nichts. Und hier unten, das habe ich extra noch nicht gemacht, weil das ja ein bisschen nach oben geht. Das werde ich einfach nur wieder mit einer weiteren Platte abdichten oder mit Pappe. Mal gucken. Also Heißkleber erstmal hier an den Rand aufbringen, ein bisschen abkühlen lassen und dann erst die Schaumpappe drauflegen. Dann kann man es noch ein bisschen schieben. Ah, passt aber. So, dann umdrehen. Und abkühlen lassen. So, für oben nehme ich mal die Laminatunterlage, weil die noch so schön gemasert ist. Kann man natürlich auch was anderes nehmen. So, ich halte sie hier an. Ups. Nehme es dann so rum. Und zeichnen einfach das so an. Also wie gesagt, ups, das macht nichts. Das sieht nachher bestimmt cool aus. Gibt bestimmt alles akkuratere Methoden. Aber wir bauen ein Org-Fahrzeug. Die haben das auch nicht so akkurat gemacht. So, das schneide ich jetzt hier so entlang ab. Und dann geht's weiter. So, das Teil an den Ecken noch ein bisschen abgeflacht und das passt jetzt relativ gut hier einfach rein. Das klebe ich jetzt nicht mit Heißklebe, sondern einfach mit Holzleim. Schön dick auftragen. So, hier auch noch ein bisschen. Perfekt. Von unten mal ist das gleiche. Ja, entweder mache ich das jetzt mit Pappe oder mit Schaumstoff. Zeige ich jetzt nicht mehr. Als nächstes nehme ich entweder so Röhrchen oder das da ist jetzt so Luftballon, Stängchen, also ganz normale. Strohhalme gehen auch, die sind nur ein bisschen zu zipprechlich, sage ich jetzt mal. Die hier sind richtig fest. Naja, die werden oben auch abgeschrägt. Und dann können die, und darum mag ich diese Rollladenteile. Da sind ja hier ein paar also Löcher drin. Da kann man die einfach reinstecken. So, machen wir noch ein bisschen Heißkleber rein. Nur ein bisschen und dann steckt man es einfach auf die gewünschte Höhe. So, und dann die anderen Folgen dann auch. Kann man beliebig machen. Kann man ein bisschen einbeißen, ein bisschen zusammenpressen, dann geht das. Jo, das mache ich mit dem Strohhalm auch. Den kürze ich noch ein bisschen, dann sieht das, dass hier diese Wölbung sieht immer ziemlich cool aus. Als nächstes habe ich auf ein ganz kleines Stück Pappe einfach mal so einen Kopf und so Hörner aufgezeichnet. Schneide ich aus und dann wird das in der Mitte aber noch geteilt und das wird dann hier auf die beiden Hälften hier drauf geklebt. Ja, kann aber jeder das Zeichen drauf machen, was er gerne hätte. Jo, das habe ich dann einfach mit Holzleim hier vorne auf die Sturmrampe aufgeklebt. Jo, sieht doch schon mal ganz gut aus. Und man kann erkennen,
was es ungefähr wird. Und ja, gleich geht's weiter. Wo als nächstes werden wir hier oben noch ein bisschen, das sieht ja ein bisschen leer aus, wenn das hier dann drauf kommt, werden wir hier noch ein paar Sachen aufkleben. Und zwar noch mehr Rohre oder Schlote. Weil ich finde, die sehen einfach cool aus. Und ist nicht viel Arbeit. Und alles mit Orks hat irgendwie mit Rauch, Dampf, Lärm, Schmutz, wie auch immer zu tun. Darum sind so Schlote immer gut. So, wir müssen nur aufpassen, dass sie nicht zu nah an den Rand kommen, damit das dann noch hier passt. Ah, der muss woanders hin. Setzen wir den. Also ich setze noch ein bisschen weiter um, dass das hier passt. Genau. Am besten lässt man es mal hier und klebt es dann auf. Anders als beim Originalmodell denke ich mir, dass hier oben das auch noch irgendwie drehbar ist. Darum ist es ja auch alles rund angeordnet. Und das wird da oben kommen dann auch die Waffen dran. Und das wird diese Rotation wird dadurch gemacht, dass hier nochmal so ein Zahnrad da ist. Das klebe ich da auch gleich noch hin. Jo, das war es erstmal da oben. Ach ne, genau. Jetzt, wir haben ja hier noch einige Sachen, die übrig sind von dem Originalmodell. Und da nehmen wir jetzt hier schon mal den Kopf. Der wird jetzt hier oben dran geklebt. Das sieht auf jeden Fall cool aus. So, in der Höhe. Einfach Heißkleber drauf. So. Okay. Und dann habe ich hier das Ding noch. Das können wir hier noch machen. Oder... So. Ja, mal gucken, das werde ich ja auch irgendwie anbringen. So, das habe ich hier noch ein bisschen verlängert mit ein bisschen Pappe von der Pringles-Dose und das klebe ich jetzt gleich mit Heißkleber hier so dran. Und ich denke, das macht es dann nachher auch aus, so ein paar Originalteile von dem Bausatz vom Original Gorkanaut hier bei dem Nachbau, bei dem Eigenbau zu verwenden und das macht das nachher noch viel cooler. Also, als wenn man keine Teile benutzt. Als nächstes bringe ich direkt schon mal ein paar Verzierungen an. Und zwar hier diese Hörner. Da mache ich einen ganz kleinen Klecks Heißkleber drauf. Und dann werden die hier positioniert. Whoa!